So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Pokémon Bloody Platin Let's Play Parts mit mir, dem Regi. Und in der heutigen Episode muss ich jetzt erstmal, wartet mal, ich muss mal kurz gucken. Ah, so, ist alles in Ordnung. Ja, das sollte passen. In der heutigen Episode machen wir weiter mit der Route 221 war es, glaube ich. Und hier können wir uns ja heute auch noch ein Pokémon fangen. Und welches dieser Pokémon wir uns heute fangen werden, das werden wir jetzt sehen. So, als allererstes muss ich erstmal gucken, was wir so im Team haben. Alles nicht geheilt, ist in Ordnung. Sensen immer vorne, sollte schon klar gehen. Und ja, Leute, wir sind back. Und heute begrüße ich euch offiziell zum ersten Double Bloody Platin Folgen an einem Tag. Und zwar gibt es heute tatsächlich zwei Folgen Bloody Platin inklusive eines Livestreams, ja. Also Leute, wenn ich euch nicht gern habe, dann weiß ich auch nicht. Aber heute gibt es auf jeden Fall zwei Folgen Bloody Platin. Heißt also, wer Lust hat, der kann natürlich gerne kommen. Der ist eingeladen, die sich anzuschauen. Sonntag ist der nächste Tag, in dem zwei Folgen Bloody Platin geben wird. Von daher könnt ihr euch auf ein actionreiches Wochenende mit Pokémon Bloody Platin freuen, würde ich sagen. So, Drachen das Gyarados, da muss ich gerade irgendwie an Brock Lesnar und The Rock und Goldberg und alle drum und dran denken, die in der ersten Staffel von Bloody Platin einen soliden Job gemacht haben mit Randans. Und ja, Gyarados, so langsam aber sicher machst du mir da auch Angst, ne? Also, komm da an, beruhig dich, ne? Und vielleicht, schau mal, kriegst du ja eine Paralyse hin. Das wäre jetzt natürlich so das Beste vom Besten. Leider nicht. Okay, das heißt also, wir könnten jetzt eventuell Probleme bekommen. Aber da ich meine, dass Gyarados, ja eben, Hyperstrahlung zum Gedöns kann und wahrscheinlich jetzt zu Hyperstrahl greifen wird, anstatt zu einem physischen Move, kann ich doch jetzt eigentlich hier chillig drin bleiben und nachher Body Slam benutzen. Das ist gut. Ja, und Leute, was kann ich euch so Schönes, Feines erzählen aktuell? Eigentlich nicht so viel, wirklich nicht so viel. Heute werden wir auf jeden Fall Bloody Platin ein bisschen durchziehen, ein bisschen Vorrat machen. Gestern konnte ich halt nichts hochladen. Der Grund war ganz einfach, ich habe einfach mal eben fast verschlafen. Und zwar, ja, es war gestern so, ich hatte halt nur auch noch eine Hydro-Pumpe hinterher. Geil, da hat sich der Drachentanz gelohnt. Ich hatte halt gestern nur, ja, einen Kurs. Und das war halt das erste Mal, dass er stattgefunden hat und ich hatte da auch keinen Platz sicher. Das heißt also, ich musste da auf jeden Fall erscheinen. Und ich wollte es eigentlich so machen, der war halt ein bisschen später am Nachmittag. Ich wollte halt früher aufstehen, die Folge drehen, rendern, hochladen und ab nach Hause. Nein, nicht ab nach Hause, ab zur Uni. Das war aber leider nicht der Fall, weil ich da halt tatsächlich fast verschlafen habe und fast so einen Kurs dann zu spät gekommen bin. Das heißt, ich hatte keine Möglichkeit, das aufzunehmen. Ich hatte aber schon eine TCG-Folge aufgenommen. Das heißt also, gestern kam da halt nur die TCG-Folge und ja. In Anbetracht der Tatsache, dass jetzt die nächsten drei Tage auch noch abends gestreamt wird, sollte das schon verkraftbar sein, glaube ich. Das sollte auf jeden Fall schon verkraftbar sein. Ja, und ich habe heute auch einen, ja, ein bisschen volleren Terminkalender, sage ich mal. Ich habe heute viel vor, ich wollte vor allen Dingen viel für die Uni lernen. Ich muss halt noch ein paar andere Sachen erledigen. Morgen ist auch wieder so ein Tag, da heißt es erstmal ab zur Uni, ne? Aber ja, gucken wir mal. Muss definitiv ein bisschen was für die Uni machen. Das ist doch aber sehr interessant, wirklich. Ich hatte letztens so das erste Mal wirklich Englisch und ich bin beeindruckt von meiner Professorin. Ich würde sogar behaupten, diese Frau ist sehr genial. Ja, mal gucken, wie das noch so werden wird. Und da bin ich aber auch motiviert, wisst ihr, weil wenn du merkst, du hast da jemanden, der von dem du auch so Respekt hast, wisst ihr, das war so Respekt, den ich direkt von dieser Frau hatte, weil die so souverän und beeindruckend war. Da dachte ich mir so, ey, da muss, obwohl das eigentlich richtig viel ist, ne? Also vor allen Dingen im ersten Semester habe ich mir sagen lassen, dass da wird halt alles nochmal so reingeprügelt in die Studenten. Da muss ich nochmal ein bisschen durchziehen und da will ich aber auch durchziehen, wisst ihr? Einfach weil ich so Lust darauf habe. Ja, ich bin gespannt, wie das so sein wird. Schauen wir mal. So, was ist denn hier? Du bist ein Trainer, ne? Ich mag Angeln, keine Frage, aber ich liebe es zu kämpfen. Okay, okay. Ist in Ordnung, Angler. Wie heißt du? Angler. Angler Dieter. Hi, Dieter, was geht? Ach ja. Ja, ich habe heute, wie gesagt, ein bisschen volleren Terminkalender. Heute werde ich ein bisschen mehr machen. Das sollte aber schon in Ordnung sein, weil, wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich die nächsten Tage nicht so viel zu tun. Außer halt morgen. Morgen ist halt viel Action Jackson los. Ja, und abends dann halt Stream, ne? Ich freue mich vor allen Dingen auf den Stream morgen. So ein kleiner Halloween-Stream, der wird natürlich richtig nett, vor allen Dingen mit euch. Mal gucken, was ich mir da so einfallen lasse. Geplant ist aber auf jeden Fall halt wieder heute und morgen Schwarz 2 Randomizer, einfach weil er irgendwie richtig gut ankam und vor allen Dingen weil er auch Spaß gemacht hat. Ich weiß nicht warum, aber das war echt lustig. Gucken wir mal. Ja. Und
das war's eigentlich so Pokémon bezogen. Ja, Leute, ich weiß, Taucher ist physisch. Braucht er mich jetzt nicht 10 Mal zu sagen. Und ich kann aber Taucher jetzt auch offiziell auch playen, wisst ihr wie? Wir hätten jetzt so eine Runde, in der jetzt Alabis jetzt... Oder in der Alabis hätten nicht angreifen können. Aber ich kann Fliegen benutzen, damit Taucher outplayen. Hoffen, dass er vielleicht jetzt nochmal Taucher benutzt, sodass wir keinen Damage von Alabis bekommen. Oder wir critten. Das ist natürlich alles wieder in bester Ordnung. Wow, das war jetzt gerade Outplayus to the Maxus. Okay, Austausch. Ja, bei Austausch ist das Problem halt, physisch kriegst du einen Austausch auf jeden Fall nicht klein. Das heißt, ich muss jetzt hier auch wieder zu Gasfrau wechseln. Und ja, Gasfrau. Ich muss, glaube ich, zu Gasfrau nichts sagen. Gasfrau wird mit diesem Austausch eigentlich kurz den Prozess machen. Oder? Kurzer Prozess? Ja, aber hey, kurzer Prozess. Mach mal, ich Spukball, K.O. Reicht es aus. Und, wir gucken, wir hypen. Es reicht aus, perfekt. Ach, ja. Und Leute, ich bin eigentlich ganz happy eigentlich letzte Zeit, wirklich. Ich bin motiviert, wie es eh und je geht für YouTube. Ich bin motiviert für alles drum und dran eigentlich. Und ich habe in letzter Zeit richtig viel Spaß bei der Sache. Ach, wer will's mir auch verübeln, sag ich mal. Ja. Ansonsten, ich muss mal gucken, heute können wir eventuell sogar noch ein Fleetboot andocken, wobei ich das eher bezweifle. Aber wir können uns auf jeden Fall schon mal zur Route vor Fleetburg begeben, das ist definitiv drin. Aber ob wir dann halt tatsächlich auch noch zu Fleetburg kommen, das weiß ich nicht. Bezweifle ich eigentlich, aber wer weiß, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und die Hydro-Pumpe hat mir jetzt gerade Angst gemacht, das waren wie viel Schaden? 84 mal 2, 168, knapp die Hälfte, aber Drachenklaue macht auch knapp die Hälfte. Und ich greife mit Drachenklaue an und will das sagen, aber so ein Spiel nehmen. Saganabis. Okay, jetzt wird's kritisch. Das ist ein Roll. Holy shit! Okay. Kann Saganabis Aqua Jet? Ich glaube nicht. Okay. Alles in bester Ordnung, Leute. Regi hat die Sache geregelt. Ja, das war, wie sagt man so schön? Augenmaß. Und ein guter Spieler, der sieht sowas. Der kann sowas aus dem Augenwinkel erahnen. Aus dem Augenwinkel, seht ihr? Nee, aber das war jetzt gerade schon echt kritisch. Hat mich mir nichts von anmerken lassen, ich weiß, aber... Ich glaube, mein Gegner hätte schon einen krassen Roll treffen müssen, damit das ein One-Hit-KO gewesen wäre. Deswegen war ich da jetzt gerade auch ein bisschen lockerer, wie man gesehen hat. Bisschen. Okay, alles klar. Ich brauche demnächst wieder Hypertränke. Die gehen mir so langsam aus. Und ich glaube, ich packe jetzt mal wieder Stone Cold nach vorne, weil ich Lust auf Stone Cold habe. Und an Land erwarte ich jetzt auch nicht mehr so viele Wasser-Pokémon. Und ja, gucken wir mal. Okay, erstes Pokémon auf der Route, das uns begegnet. Und was ist ein Pokémon, ist das? Beaver! Okay, also das Ding ist, Leute, ich erinnere mich jetzt gerade bei Bibo auch an mein schönes Pudox, an Fail, ne? Daran erinnere ich mich jetzt gerade so schön und damals habe ich auch gesagt, was soll das denn, der Bibo, voll das komische Scheiß-Pokémon, ne, Pudox war das damals, ja, Pudox war das komische Scheiß-Pokémon, damit kann man nichts anfangen, aber dann hat Pudox es tatsächlich geschafft, ein Palkia fast im One-on-One zu besiegen, aber dann kam halt ein Critten, der hat alles versaut, ja. Aber ich habe jetzt so ein kleines Déjà-vu-Erlebnis. Vielleicht will uns mit diesem Bibor auch dasselbe erwarten. Ich meine, es ist Bibor, ja, es ist gut, okay. Es ist nicht die 6. Gen, ja, es hat jetzt keine Mega-Entwicklung. Es wäre natürlich jetzt der Oberburner, wenn jetzt hier irgendwie Mega-Bibor in dem Spiel auftauchen würde. Mega fucking Bibor! Nee, aber... Ja, doch, guck mal, wenn das Bibor jetzt auch noch ein passendes Wesen hat, warum nicht? Da kann ich bestimmt ein bisschen was mit anfangen. Denke ich mal. Also so schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Das ist so das, worauf ich jetzt eigentlich hinauskommen will. Ja, Bibo wurde gefangen. Das ist doch schon mal was. Bibo, was gefangen wurde. Und wie nennen wir das jetzt? Wir brauchen jetzt auch noch einen passenden Namen für Bibo. Wir nennen es einfach Bibo, Giftbiene. Sein bester Angriff. Schnell auf den Gegner zufliegen, mit Giftstacheln zustechen und davon fliegen. Ah, krass, so ein Hit. Oh, okay. Also nach dem Dex-Eintrag habe ich, glaube ich, so den perfekten Namen dafür. Und vielleicht bringen wir dem Ding auch noch U-Turn bei. Das heißt, wir nennen es einfach... Wir nennen es... Hit'n'Run! Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Name dafür. Ja, Bibor, nach dem Dex-Eintrag bin ich mir sicher, Bibor
macht gerne Drive-Bys in der Hood, in der Grove Street. Nicht schlecht. Bieber, kann man sich mal gönnen. Was gab's hier sonst noch so für Pokémon? Ha, Pudox, ich wusste es. Haben wir Pudox nicht auch vor dir gefangen, unser Fail? Boah, das ist bei mir immer so schwammig, wisst ihr, die Erinnerungen. Weil, ja, es sind Let's Plays, ne, und kann ja mal passieren, dass es halt eben Dinge passieren und ja, was laber ich da? Scheuchrauch? Ja, Scheuchrauch ist gut, aber was hab ich da jetzt gerade? Was will ich euch eigentlich sagen? Ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall ein anderer Sprite von Pudox als eben. Wie gesagt, männlich-weiblich Unterschiede hier in dem Spiel drastisch. Ja, das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Ich glaube, wir haben nämlich tatsächlich Fail von hier gefangen. Oder auf dieser Route gefangen damals. Ah, muss ich mal gucken. Also bis jetzt sehe ich hier nur Beboss und Pudox. Wir können immer noch ein Pokémon auf Route 92 fangen. Ganz viele andere Orte. Hier Zweiblattdorf können wir, glaube ich, auch ein Pokémon fangen. Zweiblattdorf war doch in der vierten Gen, oder? Ja, ich meine schon, ich meine schon. Okay, ich packe mal Bukatina nach vorne, einfach weil ich keine Lust auf diese wilden Pokémon habe. Bei einem Trainer wechsle ich natürlich wieder auf Stormcold um. Ist ja klar. So, jetzt muss ich aber erstmal schauen, was es hier so für Pokémon oder was es hier für Leute gibt. Ich wusste, dass hier heute Nummer 36. Zeig mir ein Pokémon Level 36, da gibt es eine Belohnung. Ja, ich könnte ihm jetzt ein Starter-Pokémon, das sich gerade in die letzte Entwicklungsstufe entwickelt hat, zeigen. Ah, das ist ein Item. Ich glaube hier. Da ist ein Riesenpilz. Habe ich jetzt gebraucht. Ohne diesen Riesenpilz hätte ich das Spiel jetzt nicht beenden können. Gibt's hier auch noch was? Nee. Hier vielleicht. Auch nicht. Alles klar. Dann machen wir weiter. Okay, Schutz wirklich mehr. Ja, passt. Okay, ich glaube, wir nähern uns langsam aber sicher dem Trainer mit einem Pokémon, das ich nicht mag. War das nicht der? Oder war das nur in der normalen Bloody Platin? Keine Ahnung. Geht's auch zum Park der Freunde. Ich zeige dir meine preisgekrönten Pokémon, aber nur, weil du es bist. Ist okay. Ist okay, beruhig dich, wie auch immer du bist. Pokémon-Sammler Edwald mit einem Porygon. Ja, Porygon. Ist okay. Porygon ist so ein Pokémon, das hat in der Regel keine Chance gegen Despotan, ne? Wissen wir alle, ich meine, was soll denn Porygon groß machen? Kraftreserve, Kampf. Solide Option. Sollte man immer mal in Betracht ziehen, ne? Nicht. Aber, ja. Porygon struggelt dann halt schon ein bisschen krass mit Despotar. Ich meine, es hat auch keinen Zugang zu so Angriffen wie hier beispielsweise Fokustoß, ne? Fokustoß ist ja eigentlich so ein Despotar-Check, mehr oder weniger, wenn du damit treffen solltest. Aber nicht in der Situation, nein. Und was soll das denn? Hallo? Kannst du da bitte aufhören, deine Pokémon hochzuheilen? Komischer Ewald auf Level 53 des Porygon. Quite low, wenn ihr mich fragt, ne? 53, da habe ich jetzt vom Level her ein bisschen mehr erwartet. Aber es ist schon okay, ist schon okay. So, Despotar ist wirklich ein Biest. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, Despotar ist aktuell ja, also schon die größte Bedrohung mit Bukatina in unserem Team, ne? Und ich meine, unser Team profitiert ja generell ziemlich hart von dem Sandsturm, ne? Merke ich jetzt gerade erst. Bukatina kriegt keinen Schaden vom Sandsturm, aber unser Gegner kriegt schon Schaden. Gastrodon, also Jamal kriegt keinen Schaden. Und natürlich noch die Beldra. Es sind so drei Pokémon. Inklusive oder mit Stone Cold sind dann 4, die von dem Sandsturm nicht betroffen sind. Das ist schon ziemlich gut, wenn ihr mich fragt. Und Blitzkanone, ja. Ha, ist natürlich klar, dass er treffen muss, ne? 50-50 Chance. Münzwurf, ne? Wer es gerne Lucky mag, der ist dann halt mit Blitzkanone gut bedient. Ich denke, das ist auch Level 63, sehe ich gerade. Das ist ein ziemlich hohes Level, ne? Eigentlich. Ah. Jetzt muss ich mal überlegen, was kann ich jetzt in der Situation machen? Was könnte das Porygon Z machen? Nochmal Blitzkanone. Ja, und nochmal treffen, ne? Warum nicht? Kann man sich ja mal erlauben. Ich meine, wenn ich mit Blitzkanone immer treffen würde, mein lieber Schott, ich wäre Pokémon-Weltmeister im Videospiel. Ich glaube, ich werde immer Blitzkanone spammen. Und immer die Paralyse kriegen, ne? Wir wissen Bescheid, Blitzkanone paralysiert den Gegner zu 100%. Hat, glaube ich, 100 Schaden? Oder Base Damage? Ich weiß es nicht. Müssen aber eigentlich 100 sein, glaube ich. So, da hat er wahrscheinlich noch ein Porygon 2. Ja, okay. Bleiben wir auch mal drin. Bleiben wir auch mal drin. Ich bin guter Dinge, mit dem Sandsturm-Boost sollte uns die speziellen Angriffe von Porygon jetzt nicht so viel ausmachen. Und versuchen wir einfach nochmal mit Knirscher. Magie-Mantel. Ja, komm, das sind so Sachen, wo ich mir so denke. Also, Porygon. Ich weiß nicht, was du dir da denkst, ne? Aber es klappt nicht. Es klappt gegen mich einfach nicht. Kannst du versuchen, was du willst, aber es wird gegen mich nicht funktionieren.
ohne jetzt arrogant oder so rüberzukommen. Nein, aber hier nochmal Ladungsstoß. Ja, selbst wenn das jetzt crittet, ist ein Polygon 2. Wir haben gesehen, wie viel Blitzkanone macht. Ladungsstoß. Ist ein Klacks. Ist ein Klacks, Leute, wirklich. Ja, Stone Cold, der Zerstörer der speziellen Angreifer, würde ich schon fast sagen. Psycho-Pokémon, sie sollten jetzt sich warm anziehen vor Stone Cold. Stone Cold, der reißt jetzt nämlich hier Beute. Und das gefällt mir. Jetzt haben wir aber einen Ast-Trainer. Das gefällt mir nicht. Also wir haben mal Hypertrank. Vielleicht noch einen für Bukatina. Ich meine, wir haben genug Geld. Ja, ich drop das Cash. Ne, wissen wir alle hier YouTube-Money und so. Ne, ist klar. Okay, nochmal Bukatina natürlich heilen. Ist klar. Alright. Paraheiler auf Stone Cold. Und dann würde ich mal behaupten. Here we go. Sie nennen mich einen Arschtrainer. Erlaube mir das Talent zu demonstrieren, das mich dazu macht. Naja, vielleicht läufst du immer ohne Hose rum. Oder so. Ich weiß es nicht. Ast-Trainer Fred. Fred! Das ist der Boy aus SpongeBob! Der SpongeBob boxen wollte. Kennt ihr den noch? Der Fred. Ja, also. Fred die Flunder und. Ich weiß ja nicht so recht. Wir haben ja eben vom Psycho-Pokémon gesprochen, die sich vor Stone Cold warm anziehen sollten. Und ich glaube, dieses Girafarik hat gerade seinen Mantel vergessen. Der Girafarik. Um diese Jahreszeit ohne eine Jacke rumzulaufen, ist halt tödlich. Ne? Und ja, gegen Stone Cold, ne, der dich sowieso kalt macht. Stone Cold, ne, ihr wisst Bescheid. Ist, glaube ich, immer so eine Sache, die ist nicht allzu intelligent. So, okay, nächstes Pokémon, was reinkommt, ist Absol. Absol. Bleib ich mal drin. Auch Absol sollte eigentlich nicht so wie gegen uns machen können. Ich meine, Kraftkoloss ist eine Option, aber Kraftkoloss ist gleichzeitig ein Tutor-Move. Also ich greife jetzt einfach mal zum Zertumoran und Scanner. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was das jetzt für ein eigenartiges Absol ist. Das ist jetzt so ein Absol, das mir die AP drainen soll. Wisst ihr? Absol hat ja auch die Fähigkeit der Zwinger und jetzt versucht hier, dieses Absol lustig zu sein, sich zu sagen, ja! Ach, du hast mich in der GPL und du hast leider nicht ich stall AP aus Set ausprobiert und deswegen stallen wir jetzt AP aus. Alles klar. Alles klar, Absol, wenn du meinst. Ich meine, Unlicht-Pokémon, die haben halt gegen uns auch keine Chance. Also nicht so wirklich. Wir treffen halt die Unlicht-Pokémon so krassen Angriffen wie Steinhagel und Erdbeben eventuell. Und was machen die Unlicht-Pokémon dann? Ja, ich greife an mit Scanner und stolle dich aus. In der nächsten Runde hau ich noch ein Zertrümmerer, nicht Zertrümmerer raus, ein Hypertrank raus und bin dann wieder bei vollen HP und du hast keine Chance gegen mich. Ach, komm, hör auf. Auf zu rappen hier, ne? Absol. Bitte, bitte keine neue Platte hier rausbringen. Okay, beruhig dich, beruhig dich. Ist alles okay, dies Absol. Es ist immer noch kurz davor, besiegt zu werden, ne? Also... Das reicht leider nicht ganz für One Hit KO aus. Ich glaube, mit... Ah ne, wir haben Defense Drop bekommen, ne? Hätte ich mal Steinhagel benutzt. So, nochmal Zertumera. Das Ding ist, wenn er jetzt absolut nochmal Scanner benutzt hätte, es hätte nur eine 50-50 Chance mehr gehabt, ne? Weil zwischendurch lag ja kein weiterer Angriff. Ja. Stone Cold reißt wieder Beute und Granbull. Okay, okay. In der 6. Gen wäre das, glaube ich, nicht so gut. Aber hier sollte das eigentlich sogar passabel sein. Ich meine, was soll dieses Granbull jetzt groß gegen uns machen? Also gegen Stone Cold. Eigentlich nicht so viel, ich weiß, aber... Ja, gucken wir mal. Warten wir mal ab. Jetzt kommt, glaube ich, wahrscheinlich noch Bedroher. Oh, Granbull. Ich mag Granbull. Ist ein cooles Pokémon. Ist ein Pokémon, was ich in der GPL eventuell auch ins Team nehmen werde. Aber weil es in so einem Metagame wie die GPL nächste Season doch recht effektiv sein sollte. Und, ja. Es ist vielfältig. Man kann damit einige lustige Sachen anstellen. Warum nicht, ne? Wer weiß, jetzt habe ich natürlich jetzt schon eins der Pokémon, die ich in Erwägung ziehe, genannt, aber... Ja, wer das Granbull jetzt am Ende nimmt, dann die könnt ihr dann sagen, Alter, du machst Regi voll nach. Ja, merkt euch das. Und, merkt euch das. Wir machen jetzt ein bisschen physischen Druck, psychischen Druck, Verzeihung, auf unsere Gegner in der GPL. Das heißt also, Leute, behaltet eure Griffel bei euch. Versteht ihr? Griffel. Ah, ist auch ein Pokémon, das ich in der GPL haben will. Griffel, Abidiffel. Ja, komm, hören wir auf. Beruhigen wir uns. Ja, Wortwitze schön und gut, aber heute reicht es erstmal. Oder so. Okay, was haben wir jetzt da unten? Haben wir da irgendein Item in der Ecke? Ja, nicht eine Ecke, aber wir haben hier ein Item. Das war ein Carbon. Okay, 9800 Pokédollar gespart. Da sagt man, glaube ich, nicht wirklich nein. So, TM 81 Kreuzschere gibt es ja auch noch, okay. Kreuzschere, auch eine solide TM an sich.
Und ja, packen wir mal wieder Bukatina nach vorne. Wobei, nee, wisst ihr was? Wir packen Gashau nach vorne. Ich glaube, hier gibt es zwar keine Trainer mehr, aber ich will trotzdem Gashau nach vorne packen. Ich weiß nicht, warum ich auch gerade einfach Lust auf Gashau. Doch, eine Trainerin gibt es jetzt sogar noch. Krass. Und dann können wir also tatsächlich hier in der nächsten Episode sogar in Fleetbolt andocken. Warum nicht? So, bei den Bären, da muss man sich halt immer, oder da muss man halt immer in Bewegung ziehen, dass die brauchbar sind. Und laut... apropos Statistik. Ich wollte jetzt gerade Andi erwähnen. Der Andi macht ja immer so schöne Statistiken zu jeder Folge von Bloody Platin. Aber der tut mir heute echt leid, wenn er die, weil er heute natürlich dann so zwei Folgen Bloody Platin dann höchstwahrscheinlich was raushauen muss. Wenn er, ja, ich sag mal, oder falls für den Fall, dass er sie halt beide gleichzeitig rausbringt, ne? Was laber ich da eigentlich? Also, Andi macht halt immer so coole Statistiken. Das ist jemand in den Kommentaren, der halt immer alles zusammenfasst. Und die sind... Also, am Anfang waren die Statistiken ja noch okay, ne? Aber mittlerweile hat die so ein krasses Ausmaß erreicht. Das ist heftig. Und das ist auch teilweise so, dass ich mir denke... Also, Andi, Respekt an dich an dieser Stelle, ne? Und er hat das halt tatsächlich zu jeder Episode. Und da schreibt er noch auf, so wie viel Preisgeld wir in dieser Episode bekommen haben. Was unsere Teammitglieder erlernt haben. Wie viel Erfahrungspunkte die Teammitglieder bis jetzt bekommen haben und so. Und... Sehr krasse Statistik. Wenn ihr die nicht kennt, schaut euch auf jeden Fall mal in den Episoden älterer Folgen um. In den Kommentaren, Verzeihung, älterer Episoden um. Und da werdet ihr auf jeden Fall rausfinden, was ja der Andi da so rausgehauen hat für Sachen. Das ist auf jeden Fall echt respektwürdig, wie ich finde. Okay, also. Nochmal Spukball hinterher, weil wir jetzt den Special Defense Drop bekommen haben, sollte das auch gegen dieses Kinoso reichen. Also, ich bin ja guter Dinge, dass wir jetzt dieses Kinoso aus dem Spiel nehmen werden. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Sehr gut. Das Problem ist jetzt natürlich, die Egelsamen sind draußen, ne? Das, oder auf Gashau drauf. Das heißt, ich muss jetzt hier auch rauswechseln. Oder Zumerill. Okay, das ist so ein Matchup. Das hätte sich mein Gegner in der sechsten Gen nicht getraut. Ja? Weil ich dann mit Matschbombe das Azumarill 100% aus dem Spiel genommen hätte. Aber das ist ja jetzt gerade nicht so der Fall. Das heißt für uns... Wir gehen mal auf Sandslimmer raus. Ja, ja. Wenn man sich jetzt mal so vorstellt, ne, was so in der vierten Gen auch für Pokémon wie Azumarill gab, die halt Mono-Wasser waren, kann man sich nicht vorstellen, ne, dass die mal Mono-Wasser waren. Man hat jetzt immer so im Kopf, du bist doch eine Fee, oder? Deswegen kann ich jetzt Sandslimmer nicht reinwechseln. Denkste. Das ist jetzt gerade total irrelevant, weil, ja, warte mal, wie viel Schaden macht das Ding jetzt? Nicht so viel. Ja, das Problem ist auch, diese Azumarills, also die von den Trainern haben, wie ich finde, nie... Die passende Ability. Die haben immer die falsche Ability dadurch. Immer die falsche Ability. Finde ich total komisch. Ich weiß auch nicht warum. Aber die haben halt nie Kraftkoloss. Die haben halt immer wahrscheinlich Speckschicht. Aber. Ja, Speckschicht aber zum Beispiel finde ich jetzt nicht so cool, weil. Wer zum Teufel greift das Ding ja mit Feuer- bzw. Eisattacken an? Die eh nicht effektiv sind. Ich meine, klar, du hast dann ein bisschen sichereren Switch-In. So gesehen eine Vierfachresistenz statt eine normale Resistenz, aber trotzdem. Das ist so. Okay. No regrets, Leute. No regrets! Vor allen Dingen, kein Respekt vor dem Gegner. Also eigentlich müsste ich jetzt hier gegen den Gegner-Spot hier abdecken mit einem Stück Papier. Aber wisst ihr, ich habe so richtig Lust, dieses Schlappohr heute zu zerstören. Ich will es so richtig so, krack, so in Einzelstücke zerreißen. Weil es ist genau dieses Schlappohr. Warum? Es ist dieser Trainer! Und dessen Schlappohr. Der für mich der Grund dafür sind, warum ich Schlappohr hasse. So, jetzt müssen wir mal zeigen, ob ein Patronenhieb ausreicht. Bukatina, komm, tu mir den Gefallen. Plus zwei Patronenhieb mit Technika. Zerstör die Schlappohr. Mach es weg. Lass es verschwinden. Jawoll. Komm, geh weg mit dir. Scheiß Schlappohr. Ich hasse Schlappohr. Ich hasse Schlappohr, Leute, wirklich. Schlappohr und ich. No way. No fucking way. Schlappohr und ich. Einfach nein. Nein, wirklich einfach nein. Ich hasse es. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich hasse Schlappohr. Es ist so ein dummes Drecks-Pokémon. Und ich höre die Stimmen wieder, die sagen, aber es ist doch voll süß, es ist ein Schlappohr, es ist ein Hase und so und voll cute. Nein. Einfach nein, wirklich. So, ich muss das auch nicht erläutern, Leute. Ich muss jetzt meine Meinung auch nicht hier vor euch verteidigen. Schlappohr finde ich nicht gut.
Ja, muss ich jetzt gerade an meinen Sub-Emote denken. In den Livestreams. Kein Schlappohr, ja? Wir haben hier Schlappohrverbot auf unserem Channel. Ja, vielleicht muss ich auch Schlappohrs in zukünftigen Videos einfach zensieren, ne? Weil ich will denen einfach nicht so ein bisschen Fame geben. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, was ich meine. Na gut, Leute, ich sage jetzt, glaube ich, an der Stelle tatsächlich, wir werden uns jetzt hier erstmal auf die Route begeben, vor Fleetburg. Und dann heißt es jetzt erstmal, ja, Route 218. Haben wir schon leider einen Pokémon gefangen, aber egal. Wenn euch die Episode gefallen hat, ihr wisst Bescheid, gebt dem Video einen Daumen hoch. Heute so, ich denke mal, so in 2 Stunden kommt die nächste Folge Bloody Platin. Das heißt, ihr könnt euch darauf freuen. Und ja, Leute, bis dahin. Also, macht's gut, bleibt schön fruchtig und ciao, euer Regi.